Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich flüster gerade noch etwas, denn es ist mitten in der Nacht gefühlt, zumindest für mich. Naja, es ist 10 vor 5 und ich konnte nicht mehr schlafen und ja, deswegen bin ich aufgestanden und werde jetzt noch ein, zwei Projekte fertig bearbeiten. Denn wir starten heute mit unserem Van wieder Richtung Skandinavien. Diesmal ist es nicht Winter, wie auf dem Bild, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Diesmal geht es im Sommer nach Schweden. Und wir waren schon einmal im Sommer in Schweden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da ist dieses Bild entstanden. Und ja, wir freuen uns unheimlich. Wir haben knappe 3 Wochen, würde ich sagen. Und ja, es wird auf jeden Fall bestimmt cool. Und wir nehmen euch heute auf jeden Fall noch mit, was wir so einpacken. Und ja, ich nutze jetzt gerade die Zeit und bearbeite noch ein paar Bilder. Denn umso mehr Bilder ich jetzt noch bearbeite, umso weniger Bilder müssen wir auf der Reise bearbeiten. Denn es ist aktuell ja Hochsaison für uns und wir haben viel zu tun, aber wollen trotzdem endlich mal wieder los mit unserem Van. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bearbeite jetzt Bilder, dann wird gepackt und dann werden wir, ich glaube, so gegen Nachmittag endlich aufbrechen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. Hallo ihr Lieben, wir sind Tomko und Jakob, selbstständige Fotografen und wir leben und arbeiten seit mehr als 2 Jahren in unserem selbst ausgebauten Peugeot Boxer. Unsere Heimat ist das schöne Ostfriesland an der Nordseeküste. Allerdings lieben wir das Reisen mit unserem Zuhause auf 4 Rädern. Deshalb haben wir schon viele Länder mit unserem Van bereist, zum Beispiel Griechenland, wo wir an wundervollen Stränden stehen konnten. Mit dabei ist unsere 5-jährige Labbi-Hündin Ivy, die das Vanlife genauso liebt wie wir. Damit sie auf langen Reisen nicht so alleine ist, haben wir eine Spielkameradin für sie mit an Bord, unsere 2. Labbi-Hündin Alice. Seitdem wir im Van wohnen, ist unser Leben so viel farbenfroher und verrückter geworden. Vor allen Dingen lieben wir das Abenteuer und sind uns und unserem Van für nichts zu schade. Aktuell zieht es uns wieder in den Norden nach Skandinavien. So ihr Lieben, jetzt melden wir uns auch nochmal zu zweit. Wir fahren jetzt einkaufen, die letzten wichtigen Einkäufe für Schweden. Und wir freuen uns schon sehr, euch Schweden mal im Sommer zu zeigen. Nicht nur mit Schnee und Eis und vielen Hindernissen, sag ich jetzt mal, sondern ja, auch. Also Schweden im Sommer ist auch sehr, sehr schön. Wir waren 2021 schon mal mit unseren Freunden dort. Genau, richtig. Und ja, jetzt würde ich sagen, let's fetz, weil absolut, wir haben es ein bisschen, wie immer, ne, wie immer. Ist auf dem letzten Drücker. Auf den letzten Drücker. Ja. Deswegen einkaufen. Bis später. So Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir befinden uns gerade im Supermarkt und kaufen jetzt gerade noch die wichtigsten Dinge für Schweden ein. Überwiegend Sachen natürlich, die wir in Schweden nicht so gut finden. Also, ihr wisst, was ich meine, die wir dort nicht bekommen. Das ist überwiegend Ersatzprodukte wie Salami und andere vegane Sachen, die wir hier halt besonders gut finden. Und genau, die kaufen wir jetzt gerade nochmal ein und dann geht's los. Auf dieser Reise werden wir erstmalig auch eine Angel mitnehmen. Und übrigens, falls ihr euch fragt, warum der Ton so komisch ist, wir haben die Aufnahmeeinstellungen verkackt, denn wir haben aus Versehen in Slow Motion gefilmt und damit ohne Ton aufgenommen. Ja, sehr schlau, aber naja, so sind wir eben. Wir werden übrigens unser Sub auch mit einpacken und wir haben eine neue Trockentrenntoilette mit an Bord, die deutlich kleiner ist als unsere. Wir haben ja selbst auch eine Trockentrenntoilette. Aber die ist fast ein Drittel größer. Was natürlich auch nicht fehlen darf auf jeder Tour, sind gute Snacks. Und deswegen haben wir neue Müsli-Riegel dabei. Aber dazu dann später mehr. Alice schläft hier währenddessen ganz seelenruhig und tut so, als wäre sie ein braver Hund.
Also Freunde, alle Sachen sind gepackt und wir waren gerade noch mal eben mit den Hunden spazieren. Jetzt kann es losgehen. Und falls ihr euch fragt, warum das Bild immer noch so klein ist, ja, es ist immer noch Slow Motion, immer noch Full HD anstatt 4K. Aber wir geloben Besserung. Deswegen im Hintergrund noch ein schönes Bild von unserer letzten Schwedentour. Und ja, jetzt kann es losgehen. Wir freuen uns. Ich bin gerade dabei, Bilder zu bearbeiten von einem meiner letzten Hundeshootings. Und die Hunde schlafen da ganz lieb und brav mit bestem Ausblick in den Wald. Das ist wirklich ganz nett, würde ich sagen. Also als erster Stellplatz? Als erster Stellplatz schon mal nicht schlecht. Und Tomke ist da hinten ganz fleißig am Kochen. Danke dafür schon mal. Gerne. Und ach ja, das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend für den einen oder anderen. Wir kochen ja mit Strom, sofern möglich, wenn wir jetzt nicht gerade im Winter unterwegs sind in Skandinavien, weil wir da dann natürlich wenig Strom haben. Ja. Aber jetzt gerade verbrauchen wir gerade 1600 Watt. Also wir haben einen 3000 Watt Solar, würde ich schon sagen. Ein Wechselrichter mit 3000 Watt Möglichkeiten. Jetzt wird es wieder weniger. Und wie ihr seht, wir haben zweimal 200 Amperestunden Lithium-Batterie. Davon sind jetzt noch 389 übrig. Ja, in diesem Sinne freue ich mich gleich aufs Essen. Wir haben nämlich schon alle sehr Hunger. Ja. Und bis dahin werde ich, wie gesagt, noch einige schöne Bilder bearbeiten. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Unsere erste Nacht war eigentlich richtig gut. Also das Plätzchen hier ist echt schön gewesen und es war sehr ruhig. Zum Abend hin haben wir ja noch Besuch bekommen von einem anderen Camper. Der ist recht spät erst gekommen, von dem haben wir nichts mitbekommen. Der ist auch schon wieder weggefahren. Und noch zwei VW Passats, glaube ich, die auch in ihren Autos geschlafen haben. Also eigentlich ganz cool. Und ja, jetzt fahre ich erstmal eine kleine Runde mit den Hunden. Wie immer mit meinem Ronwheel, wenn wir on Tour sind, während Tomke lecker Frühstück macht. Jetzt gibt es erstmal Mittagessen, wollte ich schon sagen. Frühstück. Es ist zwar schon fast Mittag, nein, ganz so spät ist es noch nicht diesmal. Die Hunde kriegen auch noch einen kleinen Nachschlag. Ein bisschen Reis von gestern und ein paar Schmankerl. Und dann, was passiert dann heute noch so? Wir sind Richtung Fähre. Genau. Und dann, we are going to Denmark in Sweden. Oh, great. Great. So ihr Lieben, für uns geht's jetzt weiter Richtung Sweden. Wir freuen uns. Seid ihr alle am Start?
Der erste zähflüssige Verkehr und wir haben gerade getankt und als ich von der Tankstelle wieder losgefahren bin, ging dann auch noch die AdBlue-Leuchte an. Also werden wir jetzt auch nochmal AdBlue tanken, in der Hoffnung, dass die hier eine Zapfsäule haben. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich muss kurz auf Klo. Und es war die ganze Zeit gerade echt regnerisch und sehr windig. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze sich gleich noch verhält auf der Fähre. Oh, hab ich gar keinen Bock drauf, Freunde. Gar keinen Bock. Ist es nicht angehört? Das ist kein Problem. Wir stehen jetzt hier in der Warteschlange Richtung Fähre. Es ist viel los. Wir sind natürlich jetzt hier bei den Wohnmobilen und LKWs eingereiht. Und warten mal ab, wie lange wir jetzt hier anstehen. Hier standen wir auch noch nie auf der Seite. Nee. Sonst stehen wir auch immer auf der anderen, weil wir ja immer außerhalb der Saison fahren und dann natürlich gefühlt nie was los ist. Das stimmt. Aber jetzt wird hier strikt getrennt. Ja. Aber ich denke, ich sollte jetzt wenigstens noch genug Zeit haben, um aufs Klo zu gehen. Ja. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich glaube, die erste Fähre haben wir auf jeden Fall schon mal verpasst. Tomke und die Hunde sind schon hinten. Ich sitze hier quasi alleine und ich komme natürlich gleich wieder auf blöde Ideen. Wir haben nämlich hier einen Reisebus neben uns. Und ich habe Tomke gerade was per Airdrop geschickt, um Story weiterzumachen. Und dabei ist mir eingefallen, man könnte ja auch mal über Airdrop ein bisschen Werbung machen, weil ich gerade Langeweile hatte, habe ich mal eben dieses Bild von uns, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, mit einem kleinen Unterschrift versehen. Und da ich vorhin gesehen habe, dass bei Airdrop hier gerade noch jemand angezeigt wurde, ich hoffe, das ist immer noch so, das ist Tomke, MacBook Air, die Laura. Gucken wir mal, ob sie es annimmt. Oh mein Gott, Leute, es ist gerade noch ein iPhone online gekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber der hat es angenommen. Zu geil. Ich wette, der sitzt da irgendwo. Guck mal, zum Beispiel da in der Ecke, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da sieht man nämlich einen Kopf, sich so zu seinem Kollegen. Das wäre ja mal so witzig. Das wäre mal so witzig, wenn jetzt dadurch uns jemand folgt und uns schreibt vielleicht auch noch. Ja, also wenn ihr euch fragt, Freunde, wie wir 18.000 Follower auf Instagram aufbauen konnten, genau so haben wir es gemacht. Übrigens noch eine kleine Info, falls ihr euch fragt, wie wir jetzt die Fähre gebucht haben. Wir haben die tatsächlich mit unserem Brobis bezahlt. Das ist so ein Transponder, mit dem man digitale Maut und so bezahlen kann in vielen Ländern. Also überwiegend in Schweden und Dänemark und Norwegen und so. Den haben wir jetzt einfach quasi vorgezeigt und dann wurde es darüber gebucht und das wird dann nach ein paar Wochen vom Konto eingezogen. Und wir haben jetzt für die Fähre 1034 dänische Kronen bezahlt. Das entspricht ungefähr, ich glaube, 134 Euro oder so, hat mein Handy gerade gesagt. Genau, ist ja auch immer noch spannend. Und wir haben natürlich eine Länge von 6,20 Meter. Das macht die Sache natürlich auch teurer, als wenn man jetzt mit dem Auto fährt. Hold on tight.
So, Freunde, herzlich willkommen in Dänemark. Jetzt können wir gleich mal den Windtest machen hier von der Kamera und hoffen, dass unsere Plüschkatze oder wie man das Ding nennt, einen guten Dienst macht bei dem Wind. Ja, wir stehen jetzt hier an der ersten Raststätte direkt in Dänemark und lassen die Hunde gerade noch mal kurz ein bisschen pinkeln. Alice hat ja so viel Energie, die braucht jetzt noch mal kurz ein bisschen Auslauf. Ja. Und dann, denke ich, fahren wir weiter. Nein, ich pipi. Dann fahren wir weiter Richtung Schweden. Den Leuten gerade zeigen wolltest. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch eben zeigen, dass es hier die ganzen Autos Regenbogen machen. Aber ich glaube, das kommt nicht so rüber. Wir sind auf jeden Fall noch in Dänemark, fahren jetzt gleich rüber Richtung Schweden. Und da erwartet uns schon eine dunkle Wolke. Hier in Dänemark hatten wir bisher sehr gutes Wetter, würde ich sagen. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen erahnen, aber jetzt ist, glaube ich, die Sonne auch gerade nicht so stark. Ja, aber man sieht diese heftigen Dunstwolken, das kann man doch wohl erkennen. Dass das sich so ein bisschen verfärbt. Naja, genau, ja. Aber wir sind kurz vor Schweden. Ich glaube, die Öresundbrücke haben wir in 15-20 Kilometern erreicht. Ja. Und wir haben gerade mal gesagt, dass wir hier jetzt schon zum 10. Mal langfahren. Also ja, zum 5. Mal hin und 5 Mal zurück. Also ja, wir sind jetzt zum 5. Mal in Schweden. Genau, in 2 Jahren. In 2 Jahren, ja. Genau, das ist auch noch so eine Sache. Vor 2 Jahren waren wir das erste Mal hier, auch im Juni, Juli. Ja, stimmt. Mit unseren Freunden Sophie und Ronny. Liebe Grüße an euch, falls ihr das seht. Und 2 Jahre und einfach schon 5 Mal in Schweden gewesen. Und ja, auch immer für lange Zeit, also nie kurz. Ja, außer das erste Mal war ja auch nicht so lang. Das erste Mal war auch so 2 Wochen, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Coolio, wir werden da mal weiterfahren. Herzlich willkommen in Schweden und es kommt wirklich nicht häufig vor, obwohl wir hier jetzt sehr oft sind. Wir hatten oder haben klare Sicht, Freunde. Klare Sicht haben wir. Wie crazy ist das bitte? Und es ist blauer Himmel, das kommt noch hinzu. Also, Hammer! Wir haben den ganzen Regen und die dunklen Wolken auf jeden Fall in Dänemark gelassen, würde ich sagen. Und in Deutschland. Und da auf dem Meer. Und das ist richtig böse. Da auf dem Meer. Das heißt, ich kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber we are back in Sweden. Nice! Ja, jetzt wird hier erstmal abgerechnet, Freunde. Denn die Öresundbrücke, die kostet was, ne? Hier gibt's nichts umsonst. Und da wir hier oben unseren Brobus haben, können wir da gleich so durchfahren. Und im Idealfall macht es gleich piep und dann wurden wir gescannt und es wird von unserer Kreditkarte abgezogen, die dort hinterlegt ist. Schauen wir mal. Habt ihr es gehört? Mega! Freunde, wir sind am Stellplatz für die Nacht angekommen. Wir haben uns tatsächlich wieder mal in einen Waldparkplatz gestellt. Ich glaube, es ist ein Wanderparkplatz. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Wanderwege. Und wir laufen jetzt gerade noch mal eine kleine Runde mit den Hunden und dann machen wir uns was zu essen, denn wir haben beide schon großen Hunger und sind schon ein bisschen am Verhungern. Und wir haben auch schon unser Shelter für die Nacht aufgebaut. Selbstexperiment. Denn, ihr wisst ja,
bald steht ja schon die nächste Expedition an. Ich fahre für ein paar Tage in die Dolomiten zum Wandern und Wildcampen. Und das darf man da ja offiziell nicht so ganz. Deswegen werden wir wahrscheinlich nur mit einer Isomatte und einem Schlafsack pennen. Mal gucken, ob das gut geht. Sehr komfortabel. Ja, zumindest. Danach hat er wieder Rückenschmerz und merkt, dass er bald auf die 30 zugeht. Quatsch. Sag doch sowas nicht. Da bin ich schon noch weit von entfernt. Außerdem, ja, das ist. Nee, doch nicht. Ach nee, das sieht nur so aus. Das ist ja, ja, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Wisst ihr Bescheid. Läuft. Das wird auch spannend. Da wird Jakob euch bestimmt mitnehmen. Ja, mit Sicherheit. Da gibt es auch nochmal einen extra Vlog von. Ja. Und danach ist er 2 Wochen zu Hause. Und dann macht er ja nochmal seine Kroatien-Survival-Tour mit seinem Dad und seiner Family. Das wird auch lustig. Das wird auch nochmal richtig abenteuerlich. Da wird er dann zum zweiten Mal merken, dass er fast 30 ist. Nee, gar nicht. So, wir müssen eben Schluss machen. Die Hunde haben eine Fährte. Genau. So, ihr Lieben, wir werden jetzt gleich noch einen gemütlichen Abend machen. Jakob hat bis gerade noch gearbeitet. Viereckige Augen, ganz viele Hundefotos noch bearbeitet. Ja, denn das hier ist zwar eine Reise, aber wir müssen auch arbeiten. Wir haben noch 3 Hochzeiten, die komplett nachbearbeitet werden müssen. Das sind so grob, keine Ahnung, wie viele Bilder. 6.000 Bilder. 6.000 würde ich mal eher schätzen. Ach, so richtig Urlaub ist das hier nicht. Das ist mehr so Work and Travel. Work and Travel. Ich glaube, das trifft es sehr gut, Jakob. Work and Travel. Achso, ja, hier in der Nähe ist noch so eine Burg. Oder ein Schloss oder so. Ein Schloss oder Burg oder keine Ahnung. Und ja, jetzt überlegt Jakob gerade, ob er da noch mit dem Wohnmobil hinfährt, um was auch sonst Fotos zu machen, Freunde. Ihr wisst. Endlich wieder neue Bilder zum Bearbeiten. Ja. Und ich muss sagen, mir macht das Vloggen mit dieser neuen Kamera jetzt sehr viel Spaß. Erstens, weil man sich halt auch so ein bisschen sehen kann und weil die halt eine super gute Qualität hat, wie ich finde. Und sie halt auch schön leicht ist. Also wir haben da direkt auch so ein Stativ dran mit Knöpfen und so weiter. Also ich muss sagen, Herr Brüssow, das war ein sehr guter Kauf. Zur Abwechslung mal, falls ihr euch jetzt fragt, was das für eine Kamera ist, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Müsst ihr einfach nachlesen. Wir verlinken da euch sowieso immer generell. Die wichtigsten Sachen sind immer in der Infobox verlinkt. Und sollte mal etwas nicht verlinkt sein, dann schreibt uns einfach und dann geben wir da euch eine Info. So, Freunde, ich mache noch einen kleinen Ausflug zu der Burg. Ich weiß zwar noch nicht genau, ob ich so weit komme, aber wir werden mal schauen, wie weit es geht. Also drückt mir die Daumen, dass ich mich nicht auf die Schnauze lege und dass ich die Burg finde. Sich schon gelohnt, nochmal loszufahren, auch wenn es eigentlich schon ein bisschen zu dunkel ist. Aber es hat auch irgendwie ein bisschen was Mystisches, so eine Halbdunkelheit, oder? Was denkt ihr? Das sind auf jeden Fall jetzt die perfekten Lichtverhältnisse, um mal zu testen, wie stark die Kamera hier rauscht. Und ja, das werden wir jetzt mal machen. Ich hoffe, ich lege mich nicht auf die Nase, weil das wäre schon echt teuer. Ich habe die Drohne auch noch im Rucksack. Das heißt, es wären dann 2 Kameras und eine Drohne im Eimer. Im Eimer. Alter, da ist auch noch ein Pferd im Busch hier. Das ist ja mal geil. Hey. Hey. Was bist du denn für eine Süße? Voll dunkel. Geil.
schauen, was wir noch so entdecken. Falls ihr euch fragt, warum ich eine Stirnlampe auf habe, im Wald war es schon so dunkel, dass ich auf jeden Fall die Stirnlampe brauche, weil auch wenn das Bronnwie sehr geländegängig ist, sind gerade Wurzeln oder so größere Steine natürlich schon gefährlich. Da kann man sich dann ganz schnell mal auf die Schnauze legen und wie gesagt, das wäre ungünstig. Guckt euch das mal an. Ist das nicht cool? Ist es nicht so emotional. Und wenn du leise flüsterst, denken die Hunde, was irgendwas ist los. Irgendwas ist los. Ja. Na gut. Also wir wünschen euch eine gute Nacht und freuen uns auf morgen. Willst du auch noch was sagen? Nee, süße Hundebabys haben wir hier. Absolut. Das andere Hundebaby ist da. Heute ist zwar nicht Sonntag, normalerweise machen wir es immer sehr gern sonntags, aber das ist scheißegal. Jetzt gibt es frische Brötchen aus dem Ofen. Aus unserem Elektroofen. Ja, sehr da gut. Muss man schon sagen, ein Glück, dass wir einen Ofen mit an Bord haben. Mega, mega, oder? Absolut. Dazu unsere Lieblingsersatzprodukte. Also ich muss sagen, das Matt, das liebe ich richtig. Tom mag dafür die Leberwurst lieber. Und es gibt jetzt so eine geile Salami. Die gab es vorher nur in Scheiben. Und jetzt kann man die sich selbst schneiden. Jetzt ist sie noch besser, weil in den Scheiben war sie mir gefühlt noch ein Tick zu geschmacklos. Oder also nicht stark genug. Und das ist eh die geilste. Das schmeckt wie Kinderwurst von früher. Kennt ihr das noch? So, wenn man früher beim Fleischer war mit der Mama oder dem Papa, dann gab es immer so eine Kinderwurst auf die Hand. Und das schmeckt genau. Linse war gerade kurz ein bisschen beschlagen vom Tee. Naja. Übrigens der Yogi-Spruch des Tages. Lasse die Unendlichkeit überwiegen. Was auch immer uns das sagen soll. Ich habe jetzt Hunger, also guten Appetit. Das hat so schön geknackt. Wir unternehmen jetzt eine kleine Wanderung. Diesmal zu zweit und wir wollen nochmal... Naja, zu viert. Jakob, vergiss unsere tollen Hunde nicht. Zu viert und wir wollen nochmal zur Burg, die ich gestern erkundet habe, weil die doch schon recht schön ist. Und mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir da zu Fuß kommen. Zu Fuß ankommen. Naja, wie auch immer. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit.
So, wir haben uns jetzt hier unter einen richtig schönen Baum gesetzt, mitten in den Schlosspark und genießen die Aussicht auf dieses wunderschöne Bauwerk. Ich muss echt sagen, das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Also, wir haben ja bei uns in Leer auch ein Schloss, Schloss Evenburg, und das hat ja auch einen Schlosspark. Der ist auch schon sehr schön angelegt, aber ich muss sagen, hier ist es nochmal 100-mal schöner. Und Wildpferde. Ja, und Wildpferde, Rehe, und Schafe und Wildhunde sind auch noch am Start. Ja. Wir mussten sie kurz festmachen, denn wir wollten eben was snacken. Die Hunde hatten natürlich auch schon was, aber wir wollen halt auch was snacken. Dafür brauchen wir unsere beiden Hände, sonst geht das halt nicht. Mhm. Und ja. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt kurz Pause zu machen, zu entspannen. Ja. Dann machen wir gleich noch ein paar Fotos vom Schloss? Der Burg, vom Schloss, was auch immer. Vielleicht auch mit uns. Wir werden mal sehen. Alice versucht auch zur Ruhe zu kommen. Alice versucht auszubrechen. Ja, sie versucht auszubrechen. Sie denkt, wenn sie daran zieht, wird der Baum nachgeben. Wohl kaum. Die Leine. Ja. Willst du uns noch kurz erzählen, was du da gerade geiles snackst? Oder was wir gerade geiles snacken? Müsli-Riegel. Wird gar nicht scharf gestellt, egal. Von Hay. Ja. Können wir empfehlen, sind auf jeden Fall richtig lecker. Und das Gute ist, auch sehr viele vegane und leckere Sorten dabei. Ja, aber nicht nur vegan. Nicht also nur. Der hier ist jetzt, hallo, stell doch mal scharf. Ja, da. Der hier ist jetzt vegan, aber diese Crispy Protein Bars, die gibt es auch in nicht vegan. Also für alle was dabei. Mhm. Und ich muss sagen, sind echt lecker. Und wir haben euch mal in die Videobeschreibung einen kleinen Rabattcode reingehauen. Ja, und welchen isst du da gerade? Den Oat, ne? Red, das sind so Haferriegel mit Obst drin. Also so auch ziemlich geil. Müsli-Riegel-mäßig. Ja, genau. Okay. Also die haben ganz viele nice. Verschiedene. Könnt gerne mal in der Infobox nachschauen. Ja. Und mit unserem Code natürlich sparen. Unbedingt. Also wir können an dieser Stelle ja mal einen kurzen kleinen Einblick geben in das Leben mit einem Puppertier. Freunde, so schlimm war Ivy nicht, das kann ich euch sagen. Also Alice ist schon... Ja, die ist schon ein besonderes Exemplar. Next Level, voila. Das ist so krass. Schaut euch Ivy an, wie entspannt sie hier einfach liegt. Ich habe noch Hoffnung. Ivy ist jetzt 5, Alice ist ein Jahr ungefähr. Ich hoffe, dass sie auch irgendwann mal so entspannt wird wie Ivy. Naja, man wird sehen. Jetzt hat sie sich eine Beschäftigung gesucht, also Alice. Das war's. Geht's noch? Du hast denn deinen Stock hier? Das ist doch dein toller Stocki. Nimm den und zieh Leine. Also zieh nicht an der Leine, aber... Geil. Es fängt an zu regnen, Freunde. Wir haben gerade noch ja unsere Snacks gegessen und alles Pause gemacht. Und dann auf einmal fängt es an zu regnen. Und jetzt haben wir uns hier so ein... Ja, in den Innenhof eigentlich. Der Burg, ne? Ja. Der Burg, genau. Wir sind hier in der Burg, wir quasi. Sind in der Burg, quasi. Sieht doch echt cool aus, muss ich sagen. Ja, das regnet ganz schön. Ja, kann man so sagen. Alice, das ist... Sie hört ihre Stimme so gern. Wisst ihr, Freunde, sie liebt ihre Stimme. Da kenne ich noch jemanden. Hat tatsächlich aufgehört zu regnen und wir sind trocken geblieben und laufen jetzt noch das restliche Stück durch diesen Schlosspark. Jakob wird schon wieder zu Eis hier, da wird schon erstmal wieder die Jacke ausgezogen und ja, dann geht's wieder Richtung Van. Also ich muss ja sagen, dafür, dass wir eigentlich so Kulturbanausen sind und sonst eher selten solche Sehenswürdigkeiten besuchen, ist es hier echt richtig schön.
wenn es nicht gerade vom Baum tropft. Und hier sind auch so viele Tiere. Ich zeige euch gleich mal. Ach, du redest mit der Kamera. Mega. Da muss ich doch gleich nochmal ein Foto machen. Wir haben uns für eine Abkürzung entschieden. Mal schauen, ob das was wird. Jakob hat sich für eine Abkürzung entschieden. Ist ein bisschen wild, der Weg hier, aber naja, wir mögen es ja auch wild. So, ich glaube, da hinten ist der richtige Weg. Ich sehe hier keinen richtigen Weg, aber egal. Doch, doch, vertrau mir, ich war mal Pfadfinder. Zumindest für 2 Tage. Also Pfadfinderbegleiter. Die haben nämlich eine Kanutour gemacht und brauchten noch einen Steuermann, der Bootserfahrung hat mit dem Kanu. Da durfte ich dann Steuermann sein. Und ich hatte nichts damit zu tun, dass eins unserer Boote mit 4 Kindern auf einmal verschollen ist und wir ein, ja, wie soll ich sagen, eine Such- und Rettungsaktion ausgelöst haben mit Rettungshubschrauber und Feuerwehrboot und keine Ahnung wie vielen Polizeiautos. Ja, da war auf einmal ein Boot weg. Und tja, da haben die nicht lang gefackelt, die Guten. Und gleich ein Riesensuchkommando losgeschickt. Was ja grundsätzlich auch richtig ist, nur blöd, oder was heißt blöd, aber in dem Fall gut, dass nichts Schlimmeres passiert war. Die waren einfach ganz besessen davon, das Tagesziel vor allen anderen zu erreichen und ja, sind ohne Rücksicht auf Verluste dann einfach gepaddelt und gepaddelt. So Freunde, wir sind wieder am Van angekommen und ja, wollen jetzt gleich mal weiter starten. Und falls ihr euch fragt, wie wir das allgemein immer so machen, wir sind da immer sehr spontan und ganz nach dem Motto planlos geht der Plan los. Schauen wir jetzt tatsächlich erst, was für ein Stellplatz irgendwie in der groben Richtung sein könnte, in die wir wollen, und suchen da nach einem, ja, schönen Stellplatz und fahren da dann ganz spontan hin. Auf gut Glück und hoffen, dass wir, ja, dass der schön ist, und ansonsten fahren wir halt zum nächsten. Das ist so aktuell die Art, wie wir es meistens machen. Ivy, wenn du jetzt mit deinem Arsch auf die Kamera dich setzt, dieser Hund, ne? Der kann auch nicht mal kurz hier für eine Aufnahme schön posieren. Naja, so sind sie eben, unsere Schlingel. Auf jeden Fall nutzen wir meistens die App Park4Night. Darüber findet man tatsächlich die meisten Stellplätze. Und genau, gucken wir gleich, ob wir da was Schönes finden. So Freunde, eigentlich sollten wir gleich da sein, aber ihr seht eine Schranke und ein Durchfahrtsverbotsschild. Deswegen müssen wir weitersuchen. Aber und es ist nicht so schlimm, weil hier ist kein Internetempfang. Ja, es ist nicht so tragisch. Das brauchen wir. Von daher suchen wir weiter. Wir haben einen neuen Platz gefunden, mitten in der Natur. Es war keine Schranke da, es war kein
Privatschild oder irgendwas. Und ja, jetzt haben wir uns hier einfach mal an die Seite gestellt. Genau, das ist ein kleiner Waldweg. Da hinten ist dann allerdings eine Schranke. Und ja, eigentlich ganz nett. Vor allem haben wir hier unsere Ruhe, würde ich sagen. Ja. Und das war jetzt kein Fahrenheit. Unser Fahrenheit, den konnten wir ja nicht so gut anfahren. Weil da eine Schranke war, haben wir euch ja gezeigt. Und dann sind wir einfach selbst auf die Suche gegangen. Das gehört nämlich auch zum Landlife dazu. Und auf dem Weg zum nächsten Platz, den wir rausgesucht hatten, sind wir jetzt hier einfach in so einen Waldweg abgebogen. Ja. Und tada, hier sind wir. Da sind wir. Da wir so ein bisschen schief stehen, aber es gerade keine bessere Alternative gibt, sich hinzustellen und wir nicht hier den Weg blockieren wollen, werden wir jetzt ausnahmsweise mal unsere Auffahrkeile benutzen. Die liegen bei uns sonst immer irgendwie eher rum und wir benutzen die nie und ich fahre eher irgendwie auf ein Stück Holz oder einen Stein. Aber da wir sie immer dabei haben, habe ich jetzt gedacht, komm, jetzt benutzen wir sie mal und das machen wir jetzt. So Freunde, während Tomke durchsaugt, werde ich jetzt mal kurz die Solarpanels aufstellen und unsere Jackery rausstellen. Denn wir haben zwar gerade noch genug Strom, aber man kann ja nie genug haben. Und ich glaube aktuell haben wir noch 45% als Reserve und da können wir jetzt ja noch mal ein bisschen aufhören. Ich hoffe nur, die dunklen Wolken ziehen nicht hier weg. Das könnte sein. Naja, egal. Wir schauen mal. Also eigentlich wollte ich zwei Solarpanels aufbauen, aber genau als ich das erste Panel angesteckt habe, genau in dem Moment kam diese fette Wolke da hinter mir. Und naja, ich glaube, das zweite Panel aufbauen lohnt sich nicht, zumal ich das wahrscheinlich gleich wieder abbauen kann, weil es sehr nach Regen mal wieder aussieht. Naja, so ist das Leben. Wir essen jetzt Abendbrot. Es gibt Schnittchen mit Paprika und Hummus. Sehr geil, die lieben wir. Ja, was wir allerdings nicht so lieben, ist, dass wir Stapelers haben ohne Internet. Ja, kleiner Fail am Rande. Unser Van ist ja eigentlich sonst auch tatsächlich recht smart home, da unsere Ambientbeleuchtung und Küchenbeleuchtung über Alexa läuft. Leider ist die allerdings jetzt im Urlaub, weil wir kein Internet haben. Deswegen haben wir jetzt gerade die unromantische Beleuchtung. Ihr könnt das, glaube ich, gar nicht sehen. Auf jeden Fall von unserem Dachfenster. Der hat auch eine recht gute Lampe. Aber die machen wir super selten an. Ja. Eigentlich haben wir hier noch eine USB-Lichterkette. Die machen wir sonst an. Das ist eigentlich so. Wenn wir kein Internet haben. Also wir haben auch noch normale Lichtquellen. Oder auch, wenn wir sehr viel Strom sparen. Ja, in Skandinavien. Können wir auf jeden Fall generell sehr empfehlen. So USB-Lichterketten und so. Ja. Die ziehen auch nicht viel Strom, machen aber auf jeden Fall schönes Licht. Ja. Und schön cozy. Ansonsten, ja, ich hatte vorhin mal ganz kurz einen Speedtest gemacht. Also da war Download 1 Mbits und Upload 0,03. Also hier geht wirklich gar nichts, Freunde. Und mit mobilem Netz genau dasselbe. Aber es ist sonst eher selten. Ansonsten hat man in Schweden doch schon relativ gutes Netz meistens. Ja, und wir sowieso, weil wir eine externe Antenne auf dem Dach haben. Ja. Aber egal, müssen wir halt wohl mal Knüppel spielen. Absolut. Das Praktische ist ja, wenn man so zwei Wachhunde dabei hat, dann verpasst man nie, wenn irgendwas Lebendiges am Van vorbeiläuft. Ich weiß nicht, ob ich so weit zoomen kann. Ich probiere es auf jeden Fall mal für euch. Da den Hasen sehen.
Ihr seid so Arschkrampen. Aua! Mann, ich wollte gerade hier so eine schöne Aufnahme machen. Was ist sauer? Ja, sie ist voll über mein Bein gesprungen in den scheiß Krallen. Du meinst auf dein Bein gesprungen? Ja. So ein schöner Hase. Mann, der wohnt hier. Ihr habt hier gar nichts zu sagen. Ich wollte euch noch mal kurz unsere USB-Lichterkette zeigen. Die könnt ihr sehen, ist hier komplett einmal rum. Und ja, es ist halt mega praktisch. Ne? Die können wir halt auch ganz ohne unsere Alexa bedienen. Ist ja eine USB-Lichterkette. Kommt einfach da in die USB-Steckdose und läuft. Ja, und ist auch noch relativ stromsparend. Also gerade auf unseren Wintertouren und so weiter. Seht ihr schon unser Problem. Aber ja, das haben diese USB-Lichterkette haben wir auch super gerne auf unseren Wintertouren verwendet. So wie Jakob ja schon gesagt hat, muss man da immer ein bisschen mit dem Strom haushalten. Und dann ist sowas eine richtig gute Alternative. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz erzählt haben. Ich denke, jetzt werden wir gleich noch die Runde knibbeln und dann auch schon schlafen gehen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich hatte gerade eine besondere Begegnung. Und zwar... Kurzer Einwand, nicht wundern, warum Jakob hin und her switcht mit seinen Augen. Ja. Wir nehmen das gerade beides auf. Ja, einmal sonst, für YouTube und einmal für... Jetzt muss ich das Insta doppelt erzählen und es ist einfach zu geil. Ich bin gerade den Waldweg lang gelaufen. Geh mal ein Stück zurück, mein Handy ist nicht so. Ich bin gerade den Waldweg lang gelaufen. Ivy ohne Leine, Alice mit Schleppleine. Und ja, ich war gerade am Fotos machen von Ivy im Busch. So. Und dann siehst du, dass alles losläuft und dann steht da auf einmal so ein grüner Mann. Ich denke so, oh, was hat der denn noch auf dem Rücken und so. So, ja, ein Jäger. Und ich denke schon so, ah, scheiße. Weil normalerweise ist das ja so mit Jägern immer so eine Sache, besonders wenn die Hunde dann noch frei rumlaufen und so. Und auch wenn Schleppleine, aber... Und wenn man dann noch in deren Bereich kämpft, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen konnte, aber dann ist immer schon mal immer ein bisschen schwierig, der Einstieg. Aber... Ja, er hat sich wieder tatsächlich gefreut über den Hund, der auf ihn zugerannt kam und meinte so, oh, netter Hund und so. Und alles auf Englisch, ja. Und ich meinte so, oh, nette Knarre, weil er hatte echt ein geiles Gewehr und da kommt dann schon nochmal das Kind in mir durch. Oder Kinder mit Knarren, okay. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, haben wir kurz gequatscht, er hat die Hunde begrüßt und dann meinte dann auch so, ja, wenn wir weitergehen, dann... ist da sein Auto mit seinen Hunden, die könnten dann bellen. Habe ich gesagt, ich drehe jetzt eh wieder um und dann ist er quasi schon losgelaufen und habe ich gesagt, ah, das sieht gerade so episch aus, kann ich eben ein Foto machen, wie du den Weg langläufst? Meinte ich, ja klar, kein Problem. So, pipapo, wir haben ein richtiges Shooting gemacht mit ihm und ja, er will die kaufen, die Bilder. Also er ist zufrieden, er war mega, also er war richtig begeistert von den Bildern, was mich natürlich sehr freut und ja, er will später sogar noch vorbeikommen, Geld bringen. Ich meinte so, alles gut, ganz entspannt, ich mach die fertig. Und er kann mir das geben, was er will, weil das war jetzt ja ganz spontan und so. Du bist halt der geilste Fotograf des Planeten. Einfach immer beim Spazierengehen random so ein Jäger ein Fotoshooting verkauft. Hammer. Du und bist ich nicht nur der beste Fotograf, auch der beste Verkäufer. Aber, Freunde, ich habe zudem natürlich auch noch ein Selfie mit ihm gemacht. Auch noch. Ja, also er wird uns wahrscheinlich auch bald auf Instagram folgen, weil ja, er sich da dann wahrscheinlich auch selbst sieht. Also richtig it geil. Und er kam aus Norwegen, ne? Er kam aus Norwegen, Oslo, ja. Ja, was macht er denn hier? Jagen. Haben die in Norwegen nicht mehr so viele Tiere zum Jagen? Dann gehen wir nach Schweden und knallt da ein Peitsch ab oder was? Ja, das Thema vertiefen wir jetzt nicht noch weiter, aber ja. Du liebe Güte. Crazy. Ja gut, Jäger sind Jäger, ja. Jäger. Aber der war wirklich sympathisch irgendwie. Also für einen Jäger halt. Hammer. Ja, ja. Cool, 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 cool.
Freunde. Hallöchen. Unsere Reise startet, beziehungsweise die Reisevorbereitungen starten. Denn wir gehen jetzt einkaufen. Genau. Und nehmen euch mit. Ja, also warte mal. Das war jetzt ja schon sehr kurz. Ja, also, wieso? Ich finde, wir können auch noch eben kurz sagen. Wir haben nicht so viel Zeit, Jakob. Wir müssen jetzt ein bisschen zusehen. Wir wollen heute doch noch starten. Ja, wollen wir. Ja, deswegen können wir nicht so viel reden. Und kurz und knapp. Und ich habe alles erzählt. Und jetzt gehen wir einkaufen. Let's go. Die Frau macht mich fertig. Warte, pass auf. Bleib dir gleich kurz stehen. Oh nein, oh nein. Jakob, du musst zu. Ja, du darfst die Kamera dann natürlich nicht weiter drücken. Wieso? Die Kamera, ich bin nass geworden. Ja, guck dir die Kamera von vorne an. Voll ins Objektiv gelaufen. Ich sollte filmen. Hey, komm her. Hey, hey. Hey. Yes. It's yours. Yes. Wow. Oh. We make a video for YouTube. Oh. Good. Ein wunderschön, ihr Lieben. Was? Ein wunderschön, ihr Lieben. Okay.